Guten Abend und herzlich willkommen vom Runden Tisch. In diesen Tagen, so schaut's aus, gerät so mancher europäische Grundwert ins Wanken. Jedenfalls aber die Reisefreiheit neben der gemeinsamen Währung eine der spürbaren Errungenschaften Europas. Das alles ist der großen Zahl an Flüchtlingen geschuldet, die vor allem eines wollen: nach Deutschland. Grenzen dicht wollen jetzt die Regierungen vermitteln, aber ist das der richtige Weg und wie dicht sind denn die Grenzen tatsächlich? Wir haben heute die Clubobleute der 6 Parlamentsparteien an den runden Tisch und zu einer Einschätzung dieser Vorgangsweise gebeten. Und ich begrüße Sie da rein nach Andreas Schieder von der SPÖ. Guten Abend. Reinhold Lopatka, ÖVP, herzlich willkommen. Ich begrüße Heinz-Christian Stracke von der FPÖ. Grüß Gott. Eva Klawischnik von den Grünen. Matthias Strolz von den NEOS, guten Abend. Guten Abend. Und Robert Luger vom Team Stronach, guten Abend. Guten Abend. Und an Sie alle danke fürs Kommen. Wir sind heute Abend hier, um eine Maßnahme zu bewerten, die die Regierung heute bekannt gegeben hat und uns auch erklärt hat. Deshalb soll jetzt auch zunächst hier die Opposition zu Wort kommen. Herr Strache, Sie fordern ja seit Wochen Grenzen dicht. Jetzt macht das die Regierung auf ihre Weise. Sind Sie jetzt zufrieden? Naja, es kommt um ein Dreivierteljahr zu spät und leider, wie ich heute gehört habe, auch halbherzig. Denn wenn man seit einem Dreivierteljahr, seit Monaten eine Entwicklung erlebt, dann hätte man seit einiger Zeit erwarten müssen, dass man auch hier gegensteuert, auch die entsprechenden Reaktionen, auch den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres früher beschlossen hätte und natürlich dann auch in einer Art und Weise, wo man sicherstellt, dass wenn schon die Schengen-Außengrenzen völlig versagt haben, die Europäische Union und die Institutionen hier völlig versagt haben, Dublin II und Dublin III teilweise außer Kraft gesetzt wurde. Ich frage mich, mit welcher parlamentarischen Legitimation hat man Menschen, die in sicheren Staaten angekommen sind, daher auch den Schutz hatten, nicht mehr um ihr Leib und Leben fürchten zu müssen, weiterreisen lassen in Wunschdestinationen. Und das sind alles Dinge, die man hinterfragen muss, wo sehr viel schon falsch gelaufen ist, bis hin zu nicht vorgenommenen Registrierungen der letzten Monate, wo Menschen gesagt haben, sie wollen weiter nach Deutschland, durch Österreich gereist sind, ohne registriert zu werden. Und wir wissen gar nicht, wer alle weitergereist ist und wer nicht vielleicht doch noch im Land sich aufhält. Ja, wollen wir bei der Maßnahme bleiben, die jetzt heute getroffen und bekannt gegeben wurde? Sie sagen halbherzig. Wie würden Sie es denn machen? Grenzen dicht und alle zurückschicken? Naja, schauen Sie, Grenzsicherung bedeutet im Wesentlichen bei einer modernen Völkerwanderung, wie wir sie heute erleben, wo man davon ausgehen muss und dass auch Experten sagen, dass ein hoher Prozentsatz an Wirtschaftsflüchtlingen unterwegs ist, dass man die Grenzen sichern muss und schützen muss. Da geht es auch um den Schutz der eigenen Bevölkerung. Da geht es auch darum zu unterscheiden und letztlich auch zu definieren, wer versucht illegal die Grenze zu überschreiten, wer ist aus einem sicheren Drittstaat und hat dort aufgenommen zu werden und dort versorgt zu werden. Und das gehört im Wesentlichen sichergestellt. Wir können ja nicht unser Gartenhaus hat ja auch einen Zaun und wir hängen auch nicht die Fenster und die Türen aus. Nur, dass man verstehen, wie das gehen soll, das sollen die Beamten an der Grenze kontrollieren, entscheiden. Nur, das österreichische Bundesheer hat ja unglaublich lange erfolgreich die österreichischen Grenzen gesichert. Man tut ja so heute, wie ich gehört habe, gerade an der Problemgrenze zu Ungarn, als hätte das österreichische Bundesheer in der Vergangenheit nicht exzellent geschafft und bewältigt. Heute hat es ein Problem, weil es die letzten Jahre unverantwortlicherweise kaputt gespart wurde und man die Ressourcen so heruntergefahren hat, dass jetzt das österreichische Bundesheer wahrscheinlich zurzeit ohne Aufstockung und ohne entsprechenden Budgetmittel nicht imstande wäre. Also das Bundesheer soll die Grenze sichern, die Leute zur Not auch zurückschicken, Frau Klawischnik. Ich nehme an, Sie sehen das etwas anders, aber bleibt denn der Regierung jetzt im Moment etwas anderes übrig, als zu reagieren, nachdem die Deutschen da schon gestern entschieden haben, wir machen jetzt ganz rigoros Kontrollen? Also es geht hier nicht um Schengen oder um Dublin oder um irgendwelche Assistenzeinsätze, es geht in erster Linie um Menschen, die vor einer sehr brutalen Kriegssituation auf der Flucht sind. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass Österreich eine Politik macht, wo man dann vielleicht mit Wasserwerfern oder Gummiknüppeln Familien, die es jetzt über tausende Kilometer geschafft haben, hier Europa zu erreichen, dass man die dann zurückknüppelt. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich will mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, das wollen Sie auch nicht. Ich glaube, es geht darum, dass Europa eine gemeinsame Strategie entwickelt, wie wir mit diesen Krisenregionen umgehen, wie wir legale Einreisemöglichkeiten schaffen, wie wir für die besonders
gefährdeten Personengruppen, also Mütter mit Kindern, die alleine unterwegs sind, überhaupt Kinderflüchtlinge, also wie die überhaupt nicht diese gefährliche Reise unternehmen müssen, sondern vielleicht bereits in den Nachbarländern rund um Syrien um Asyl ansuchen können. Um diese Fragen geht es. Und umso bedauerlicher ist es, dass die Europäische Union im Moment solche Bremser dabei hat, die bei keiner solidarischen Lösung mitmachen wollen. Und auf das wollten wir uns konzentrieren. Ich glaube, wenn jemand, ich habe von einer Frau gehört, im 9. Monat schwanger, die ist 5 Kilometer durchs Mittelmeer geschwommen und hat dann auf der Flucht sozusagen das Baby geboren. Ja? Ich meine, also die wird sich nicht abschrecken lassen, dass das österreichische Bundesheer dann an der Grenze steht. Gut, ja, das sind solche also verzweifelten Situationen. Das wird das Problem nicht lösen. Es braucht einen Masterplan in Europa, um dieses Thema, wie gehen wir mit Kriegsflüchtlingen um? Und wir wissen das ja auch, was es heißt, Krieg und Frieden. Ja. Wir kennen diese Geschichte. Jetzt geht es aber darum, sozusagen zu entscheiden, was passiert heute, was passiert morgen und übermorgen, nämlich ganz konkret an diesen Tagen. Wie soll Österreich da Ihrer Meinung nach verfahren? Alle hereinlassen, die noch kommen, egal wie viele es sind? Oder irgendwann also in erster Linie humanitäre Hilfe. Auch das Bundesheer soll in erster Linie humanitäre Hilfe leisten, medizinische Versorgung und einen geordneten Transport irgendwie organisieren. Aber auf politischer Ebene dürfen wir nicht auslassen. Also das heißt, dass Kanzler, Vizekanzler, Außenminister und Innenministerin nicht locker lassen dürfen, jetzt auch diese nicht solidarischen Staaten auch zu zwingen, hier solidarisch sich zu verhalten. Also das muss parallel passieren. Herr Stolz, der Verteidigungsminister hat soeben in der ZIP 2 gesagt, wir werden keinen einzigen, der aus Ungarn kommt, keinen einzigen Menschen dorthin zurückschicken. Finden Sie das in Ordnung? Das ist in Ordnung, weil ja heute auch der Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat, dass Ungarn kein sicherer Platz ist. Und hier sind wir in der Pflicht, den Menschen, die hier diesen Krieg überleben, auch menschlich zu begegnen. Da sind wir kurzfristig in der Pflicht. Aber mittellangfristig müssen wir natürlich zu ganz anderen Lösungen kommen. Wir NEOS fordern hier, nachdem die Innenminister heute kläglich gescheitert sind, einen sofortigen Sondergipfel der Regierungschefs. Das, was wir hier erleben, ist ja die Planlosigkeit, Konzeptlosigkeit einerseits der österreichischen Bundesregierung, aber auch natürlich aller 28 EU-Regierungen. Das ist beklemmend. Das war ja alles absehbar, was hier passieren wird. Und was wir fordern, ist, dass wir an den Außengrenzen Aufnahmezentren haben, die zentral für den EU-Raum hier die Aufnahme registrieren, dann eine faire Quote, dass wir das verteilen. Und vor allem müssen wir investieren vor Ort, in den Flüchtlingslagern Jordanien, Türkei, im Libanon. Alles, was wir dort investieren. Die Menschen wollen ja in der Nähe ihres Ursprungslandes bleiben. Und das sollten wir unterstützen. Viele sind aber weit gereist und bis zu uns gekommen. Und jetzt reden wir bitte noch einmal darüber, was die Regierung heute entschieden hat, nämlich den Grenzeinsatz des Bundesheeres. Finden Sie das die richtige Entscheidung? Und soll es so gehen, wie der Verteidigungsminister es uns vorher gerade erklärt hat? Naja, zum einen ist die Regierung sich noch nicht ganz eins, was sie eigentlich mit dem Bundesheer hier anfangen, hat man den Eindruck. Aber das hat man insgesamt den Eindruck. Wenn ich gestern im Zentrum geschaut habe, dass der Außenminister ein bisschen einen anderen Ton anschlägt und eine andere Richtung wie der Sozialminister. Also ich erwarte eine handlungsfähige Regierung. Das ist nicht gegeben. Und ja, für den Moment blieb uns nichts anderes übrig, als den Deutschen nachzuziehen. Ich sage nur, das war alles absehbar. Das ist ein komplettes Managementversagen. Und es wird dadurch auch kein Flüchtling weniger kommen. Das sagt ja selbst der Herr Kommender vom Bundesheer. Herr Luca, ich habe da nachgelesen, wenn es nach Ihnen geht, dann sollen ja, meinen Sie, Flüchtlinge direkt von Ungarn nach Deutschland gebracht werden, also mit anderen Worten ohne Zwischenstopp in Österreich. Heißt das, Sie meinen, Österreich soll sich aus dieser ganzen Flüchtlingssache am besten ganz raushalten, so wie das Viktor Orban in Ungarn versucht? Nein, überhaupt nicht. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Die Frau Merkel hat ja die Flüchtlinge eingeladen. Sie hat gesagt, unsere Grenzen sind offen, bitte kommt. Die deutsche Wirtschaft freut sich schon auf die Flüchtlinge. Jetzt können wir natürlich die schon hier sind, auch weiterleiten, dorthin, wo sie hinwollen. Aber für die Zukunft müssen wir selbstverständlich unsere Grenzen sichern und das Dublin-Abkommen einhalten. Das heißt, unser Bundesheer darf nicht, so wie jetzt, missbraucht werden als bezahlte Bewegungsmelder, die in Wahrheit nichts tun können an der Grenze. Nein, sie müssen die Flüchtlinge aufgreifen und wieder dorthin zurückbringen, wo sie hergekommen sind. Das haben die Regeln so vorgesehen. Und wenn Sie sagen, Frau Glawischnik, die Regeln sind nicht wichtig, die Menschen sind wichtig, aber ich glaube, das Zusammenleben funktioniert nur mit Regeln. Und deshalb müssen wir die Regeln einhalten, wenn wir sie brauchen. Und vielleicht ein also Punkt noch. Überleben ein geht, Punkt, kann man der Grund, warum die jetzt kommen, der Krieg ist seit 4 Jahren
ist da seit 4 Jahren und jetzt kommen die Flüchtlinge. Warum? Weil wir, auch Österreich, die Flüchtlingslager vor Ort ausgehungert haben. Auch wir haben unsere Beiträge fast halbiert. Die USA haben ihre Beiträge eingestellt. Das heißt, die können dort das Essen für die Flüchtlinge nicht einmal mehr leisten. Und der jordanische Botschafter war bei mir und er hat mir vorgerechnet, dass für die 80.000 Flüchtlinge, wo wir jetzt 1 Milliarde ausgeben werden, könnten die dort unten 1 Million versorgen. Also das heißt, mehr als 1:10 ist der Faktor. Das heißt, es ist viel, viel schlauer, vor Ort eben diese Flüchtlingslager ordentlich zu finanzieren und dann Schutzzonen zu bauen. Ich glaube, da spricht keiner darüber. Wir brauchen Schutzzonen und dann können wir auch wieder in diese Schutzzonen die Menschen zurückbringen und haben das Problem in Europa gelöst. Ich weiß schon, dass keiner anspricht, ist mir rätselhaft. Das sprechen ganz viele an. Das haben auch ganz viele in den letzten Wochen schon wiederholt angesprochen. Wir versuchen nur heute mal über das zu reden, was jetzt gerade aktuell in Österreich passiert und das ein bisschen einzuordnen. Sie haben es schon angesprochen, Herr Strolz, es ist ja seit gestern, Herr Lobatka, sehr auffällig, dass die beiden Regierungsparteien offenbar irgendwas gemeinsam beschließen, aber nachher ganz unterschiedliche Interpretationen dessen haben, was das zu bedeuten hat. Jetzt frage ich Sie, wenn wir über diesen Grenzeinsatz des Bundesheeres sprechen, womit haben wir es da jetzt genau zu tun? Mit Grenzkontrollen, die irgendwie symbolisieren, sollen wir machen dicht? Oder ist es, wie zum Beispiel der Bundeskanzler gesagt hat, ein rein humanitärer Einsatz? Es ist beides. Für mich, ich versuche es zu erklären, Okay. Das, was beschlossen worden ist, ist beides. Und es ist auch richtigerweise so vorher vom Verteidigungsminister gesagt worden. Wir haben einen Ausnahmezustand. Wenn an einem Tag 20.000 Menschen zu uns kommen, dann ist das auch im Regelwerk der EU so vorgesehen, im Artikel 25 bei Schengen, dass hier in diesem Ausnahmefall, wenn es die öffentliche Ordnung erfordert und die innere Sicherheit, dass ein Mitgliedstaat hier sofort handeln kann. Mhm. Daher sage ich, wir haben unsere Grenzen zu kontrollieren, um einfach hier an der Grenze ein Chaos zu vermeiden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Hunderte, tausende Österreicherinnen und Österreicher haben in den letzten Tagen Enormes geleistet. Aber auch die stoßen an ihre Grenzen. Und da ist es auch richtig, dass hier das Bundesheer unterstützend unterwegs ist. Aber dass es überhaupt nichts daran ändern wird, wie viele jetzt kommen werden, das ist Ihnen nicht bewusst. Nein, warum? Das sehe ich nicht warum so. Warum sollen die jetzt freiwillig in Ungarn bleiben, nur weil das Bundesheer an der Grenze steht? Schauen Sie, ich weiß nur, was heute in Deutschland passiert ist. Wir haben heute in Deutschland erstmals diese Grenzkontrollen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wie viele in den letzten Tagen in Deutschland um Asyl angesucht haben und wie viele heute. Es ist niemand zurückgeschickt worden, das ja. Wissen wir alle. Aber ich möchte Ihnen sagen, was es bewirkt hat. In den letzten Tagen waren es 10.000, 20.000, die um Asyl angesucht haben. Heute war es nicht einmal ein Zehntel. Natürlich wird das bemerkt. In der heutigen vernetzten Welt wird natürlich auch bemerkt werden, was an der EU-Außengrenze in Ungarn passiert. Und da sage ich schon, ich gehe davon aus, dass diese Zustände, die wir jetzt haben, und die sind einmalig, keine Dauerzustände sein können. Und da muss man natürlich die richtigen Signale ausschicken. Und in dieser Ausnahmesituation, es hat ja auch vorher in der ZIP 2 der Europaabgeordnete Brok angesprochen, ist natürlich dieses Signal, das hier von Deutschland ausgegangen ist, in einer Form verstanden worden, die jetzt auch Deutschland vor riesige Herausforderungen stellt. Daher, letzter Satz von mir, und das muss man auch sehen, gehe ich davon aus, dass natürlich auch weiterhin Deutschland bereit ist, Personen, die hier bei uns ankommen, die Kriegsflüchtlinge sind, auch weiterhin aufzunehmen. So sehe ich auch morgen die Reise unserer Regierungsspitze. Es gibt auch bis jetzt keine anderen Signale in irgendeine andere Richtung aus Deutschland. Aber Herr Schieder, wir haben es gehört, der Herr Verteidigungsminister hat gesagt, ganz deutlich, er geht davon aus, dass kein einziger weniger hier ankommt. Und jetzt mal abgesehen von der unterstützenden Tätigkeit des Bundesheeres bei humanitärer Unterstützung für ein bisschen Leute entlasten, die halt aus der Zivilgesellschaft oder von den Rettungsorganisationen jetzt sehr stark sicher belastet waren in letzter Zeit. Kann man sagen, das ist eine Show der Härte, bis der Spiegel schreibt, von der sie hoffen, dass sie halt ankommt, dort, wo die Leute aufbrechen? Nein, ich halte auch von so plakativen Ausdrücken in dem Zusammenhang gar nichts. Es ist die Situation eingetreten, dass in den letzten Tagen
alles, was an privater Hilfe durch die NGOs vom Samariterbund über Rotes Kreuz und dergleichen, Caritas und so weiter passiert ist, aber auch dem, was die Polizei leisten konnte und die öffentlichen Hände, wie die Stadt Wien insofern an ein Ende gekommen ist, dass man jetzt zusätzlich Unterstützung braucht. Deswegen ist der rechtlich vernünftige Weg, einen Assistenzeinsatz seitens des Innenministeriums durch das Bundesheer zu beantragen. Und der Beschluss, nur weil Sie die Interpretation gefragt haben, der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheers dient der Unterstützung des Innenministeriums bei der Bewältigung der Flüchtlings- und Migrantenlage in Österreich und zur Unterstützung der Exekutive bei den erhöhten Grenzkontrollen im Bereich der Grenzübergänge. Mhm. Der Schwerpunkt Unterstützung liegt bei der humanitären Hilfe im Inland. Das heißt, dass natürlich jetzt auch das Bundesheer Essen bereitstellt für diese tausenden Leute, die jetzt in Österreich einmal festsitzen, über Nacht unterzubringen sind, in Notunterkünften unterzubringen sind. Sie werden Betten und Unterkunft auch zusätzlich zur Verfügung stellen. Und das alles ist meiner Meinung nach nicht eine Show der Härte, sondern das ist eine notwendige Hilfsmaßnahme, wofür wir das Bundesheer haben und jetzt eben auch heranziehen. Aber es wird überhaupt nichts daran ändern, dass dieser Flüchtlingsstrom nach Österreich durch, auch nach Deutschland, zwar ein bisschen langsamer, aber weiterhin so gehen wird wie in den letzten Tagen, Wochen, oder? Der Flüchtlingsstrom hat einerseits die Ursache natürlich im Bürgerkrieg in Syrien, am Islamischen Staat und dem ganzen Krieg, der da ist, wenn man bedenkt, dass die Millionen, die auf der Flucht sind, der Großteil im Land selbst, also in Syrien, auf der Flucht sind. Weitere Millionen, ungefähr zwei in der Türkei sind, aber sich jetzt auch hunderttausende Leute bewegen und bewegt haben. Wir wissen auch, dass Griechenland inzwischen nicht als sicheres Land einzustufen ist, daher auch quasi aufgrund der vielen Probleme dort die Leute durchreisen. Wir wissen auch, wir kennen die Bilder, wie die Leute in Ungarn behandelt worden sind. Und daher ist es klar und auch zu erwarten, dass diese Leute weiterhin versuchen werden, nach Österreich, nach Deutschland, nach Skandinavien, nach Frankreich, nach Belgien zu gelangen. Und gut, die Genfer Flüchtlingskonvention werden wir nicht außer Kraft setzen, denn es ist ein Menschenrecht. Und daher hat auch jeder Mensch an der österreichischen Grenze, an der deutschen Grenze, in Schweden, in Norwegen und wo auch immer, auch um Asyl anzusuchen, wenn er auch darlegen kann, was die Asylgründe sind. Der Bürgerkrieg in Syrien liegt wohl auf der Hand, dass das ein eindeutiger Fall von Kriegsflüchtlingen ist. Deswegen hat sich auch die deutsche Bundeskanzlerin damals dazu entschieden, das auch so zu beantworten. Gut, das heißt aber auch, Herr Strache, jeder, der kommt und der an einem geordneten Grenzübergang das Wort Asyl sagt, hat, egal wie hoch die Mauern oder Zäune sind, von denen Sie ja auch gelegentlich widersprechen, ein Recht darauf, ein geordnetes Asylverfahren zu bekommen. Was also würden Grenzkontrollen, ja, genau, Zäune und Ähnliches ändern? Das ist nicht korrekt. Das ist eben nicht korrekt. Menschen, die durch unzählige sichere Staaten reisen, wo sie eben nicht mehr bedroht sind und nicht mehr Angst haben müssen um ihr Leben und sehr wohl den Schutz haben, vielleicht nicht den Wohlstand vorfinden, den sie sich wünschen. Und ich sage, es gibt kein Menschenrecht auf eine Wohlstandszuwanderung. Dann müssen wir das differenzieren. Und ich finde es unglaublich, fast schon verantwortungslos, das nicht zu tun. Und das erleben wir die letzten Monate. Wir haben eine Art, wenn man so will, sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur zum Teil erlebt, wo man überhaupt nicht differenziert hat. Wo man letztlich auch das, was vorher angesprochen wurde von Deutschland, das Signal ausgesendet hat in die Welt, kommt zu uns. Wir brauchen euch, wir wünschen euch. Und genau das auch ein Mitgrund ist, dieses Stromes, den wir erleben. Und jetzt können muss wir uns man einmal darauf verständigen, dass es hier nicht um einen Strom geht, sondern dass es hier um Menschen geht? Es geht um Menschen und es geht um Gesetze. Menschen und nicht um einen Strom. Es geht um die Differenzierung Menschen, die im Sinne der Genfer Konvention verfolgt sind, denen die volle Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Und jetzt, und das müssen auch Sie einmal eingestehen, also es ist das Leben dieser Menschen in den unterschiedlichen europäischen Ländern nicht mehr gefährdet. Und Sie tun so, und auch das, was jetzt der Verwaltungsgerichtshof, ich sage, völlig nicht nachvollziehbar, dargelegt hat in einem Einzelfall, bedeutet, dass europäische Unionsländer nicht mehr sicher sind für Menschen und die um ihr Leben fürchten müssen. Also ich frage mich, wo leben wir? Wir führen uns ja selbst ad absurdum. Und wir haben eine Verpflichtung unseren Bürgern gegenüber,
natürlich Schutz, Sicherheit, aber auch Wohlstand sicherzustellen. Und wir können nicht unkontrollierte Massenbewegungen aus Wohlstandsgründen, wo Experten sagen, dass ein überwiegender Teil aus diesen Gründen kommt, ohne Differenzierung zulassen. Das birgt Probleme in sich und da müssen wir ernsthaft damit umgehen. Ich sage ganz bewusst, und ich sage ganz bewusst, man hat Gesetze gebrochen und ich frage mich, welche Legitimation hatte der Herr Bundeskanzler und die Frau Innenministerin. Wer hat den Gesetz gebrochen? Wir haben erlebt in den letzten Wochen und Monaten dokumentiert. Ganz konkret bei der Innenministerin kann man es konkret mit Amtsmissbrauch festmachen. Wir werden auch eine Ministerklage auch einbringen. Wenn man Fremdenpolizeigesetze außer Kraft setzt und uns Exekutivbeamte erzählen, es gibt keine fremdenpolizeilichen gesetzlichen Umsetzungen im Sinne der Gesetze. Wenn wir keine Registrierungen vornehmen, wenn wir Menschen, die aus einem sicheren Drittland kommen, nicht zurückschicken. Dort haben Sie das Recht, den Asylantrag zu stellen, Frau Thurnherr. Dann ist das ein rechtsfreier Raum, wo man sich die Frage stellt, nehmen wir uns überhaupt noch ernst? Das sind schwere Beschuldigungen, die Sie in da erheben. Fragen ist die FPÖ bei den Gesetzen nicht so genau, aber okay. Mhm. Also, das die ich glaube, wir sollten einmal ganz... Dann reden wir mal über Ungarn. Herr Lobart, reden wir mal, was dort passiert. Wir reden gleich über Ungarn. Das Ungarn-Bashing wird uns sicherlich nicht helfen, dass der Gast einmal gelebt hat. Sie haben die Bilder gesehen. Sie haben die Bilder gesehen, dass dort Exekutivbeamte auf einen Mann eindreschen, der sein eigenes Kind schützt. Gäbe es sowas jemals in Österreich? Also was würde dann passieren? Haben Sie, haben Sie das Video vollständig gesehen? Ja, ich habe das Video vollständig gesehen. Der Mann seine Frau mit dem Kind auf das Gleis geworfen hat und die Polizisten das dann das Kind und die Frau geschützt haben. Da sollten Sie mal das gesamte Video sehen, bevor Sie genauso wie viele Medien unwahre Behauptungen aufstellen. Sie wissen alles ganz genau, was dort passiert. Ungarn ist kein sicheres Drittland für Flüchtlinge. Das ist Tatsache. Ganz Europa hat das so bewertet. Nur Sie sehen das anders. Ihnen gefällt die Orbán-Politik. Meine Damen und Herren, bitte, ich möchte ein bisschen eine Ordnung reinbringen. Der Herr Strache hat sehr heftige Anschuldigungen gegen die Innenministerin erhoben, die kann sich im Moment nicht wehren, weil sie hier nicht sitzt, Herr Lobatka. Es wird eine Ministerklage geben, sagt der Herr Strache. Ja. Hat die Frau Innenministerin aus Ihrer Sicht was schleifen lassen da in den letzten Wochen? Na, ganz sicher nicht. Die Frau Innenministerin war eine der Ersten, die schon lange vor dem Sommer auf diese Problematik hingewiesen hat. Manches, was sie vor dem Sommer gefordert hat, werden wir erst jetzt, nächste Woche beschließen. Vor allem was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft. Zu spät alles, aber zu langsam alles? Oder? Noch einmal, der Frau Innenministerin, das war ja die konkrete Frage, kann man den Vorwurf nicht machen? Man hätte es früher machen können. Den Parlament kann man den Vorwurf vielleicht machen, gut. Ich weiß nicht. Ja, wir ringen jetzt noch. Das war alles absehbar und wir ringen jetzt. Darf ich noch ganz kurz? Man kann immer sagen, es ist zu spät, ich bin froh, dass wir das jetzt schaffen. Aber der entscheidende Punkt ist der, und das muss man ehrlich sagen, natürlich haben die Regeln, die die EU aufgestellt hat, und das betrifft vor allem die Länder, die überrannt worden sind, Griechenland und Italien, diese Regeln nicht mehr die Anwendung gefunden. Und in der Folge davon sind wir mit einer Flüchtlingswelle mit Hunderten, mit Tausenden, mittlerweile mit Zehntausenden Menschen konfrontiert gewesen, was wir vorher nie hatten und wo das Regelwerk der EU versagt hat. Ja, aber dann das muss man, Regelwerk war ja von vornherein unter Kritik. Bis dort, ja, also darf ich nur kurz sagen, aber bis dorthin haben alle Staaten versucht, dieses Regelwerk sich abzuputzen an den anderen. Naja, das ist mein Vorwurf. Und Frau Thurner, das noch ist einmal, der Punkt. Das kann man nicht vieles uns vorwerfen. Österreich hat sich hier nicht abgeputzt. Natürlich war Österreich hier auch, solange es nicht betroffen war, haben wir uns weggeduckt. Das ist mein Vorwurf. Wir müssen an den Grund des Übels hin. Erstens müssen wir natürlich unser Engagement verstärken und deswegen fordern wir NEOS natürlich hier Schutzzonen in Syrien direkt, wo wir auch militärische Kapazität brauchen. Wir sind auch der Meinung, dass die Europäische Union militärische Kapazität aufbauen sollte. Dafür sollten Sie sich einsetzen. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann bin ich doch seit Jahren bei jedem Europäischen Rat, bei jeder Sitzung mit dieser Botschaft natürlich klar am Tapet, dass ich sage, ich gehe hier nicht weg, bevor wir diese Themen nicht gemeinsam adressieren. Wir brauchen Europa nicht für die Glühbirne. Aber für diese Fragen brauchen wir Europa. Kollege Scholz, alles das macht der Außenminister. Jedes Mal auf europäischer Ebene, er hat es auch gestern wieder gesagt. Ich muss aber von Außenminister bin ich mir nicht so sicher, dass er wirklich Wenn ich kurz da unterbrechen darf, es geht doch, wir reden immer sehr gerne über all diese Maßnahmen, die ganz weit weg von unseren Grenzen stattfinden. Morgen sollte es einen Sondergipfel geben, der Regierungschef. Wäre wunderbar. Morgen
wir sie. Morgen gibt es aber zunächst einmal den Grenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres. Ja. Und wir fragen, und es gibt Grenzkontrollen, hören wir immer wieder, die zwar an der Zahl der Flüchtlinge nichts ändern werden, aber was schon passieren wird oder was passiert ist, in Ungarn tritt um Mitternacht ein sehr, sehr strenges neues Fremdengesetz in Kraft. Viktor Orban versucht, wir haben es auch in der Zeit im Bild 2 vorher gehört, sein Land quasi frei von Flüchtlingen zu machen, indem er alle, die er hatte, Richtung Österreich auf den Weg schickt. Er spricht das auch aus und keine neuen mehr aufnehmen will. Jetzt, wie soll Österreich damit konkret umgehen? Aber also die Antwort da ist relativ leicht. Es gibt wiederum, es gibt zwei Punkte. Das eine ist, wir haben eine Verpflichtung, den Menschen, die da in Not geraten sind, und jeder, der sich die Bilder aus Kobane und wie alle die Städte heißen, anschauen, weiß ja auch, wovor diese Menschen davon laufen. Ja, aber das stimmt nicht. Wir haben, vor einem Jahr genau an der syrisch-türkischen Grenze mit einer grünen Kollegin und diese Menschen kommen zum großen Teil aus den Flüchtlingslagern, nicht aus den Kriegsgebieten. Dort und das ist eine Tatsache, die nicht akzeptieren wollen. Wenn Sie jetzt gestatten, würde ich meinen Gedanken gerne weiter. Ich war an der Reihe, Sie haben da dazwischen. Nein, die Frau Thun hat mich gefragt. Das tut mir leid, da haben Sie etwas verwechselt. Nein, aber nicht. Die Frau Thun wollte mich fragen, aber... Ich kann auch aufhören, wenn ich mich verhört habe. Bitte führen Sie den Gedanken zu Ende, dann reden wir weiter. Der zweite Punkt ist... Europa, und das haben wir ja heute auch gesehen, unabhängig davon, was die österreichische Regierung fordert und verlangt, haben heute wieder die europäischen Innenminister, 28 an der Zahl, nicht das weitergebracht, was wir in Europa ganz dringend brauchen, nämlich eine faire Aufteilung, dass es nicht geht, dass ein Land wie Ungarn sagt, ich will jetzt alle rausschieben, dass es nicht geht, dass manche Länder wie Polen, wie andere Länder einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wir brauchen eine faire Aufteilung und nur so kann das kaputte Dublin-System auch wieder so geregelt werden, dass es im Sinne der Menschen ist und dann ist auch das syrische Flüchtlingsproblem bewältigbar für Europa, wenn wir sie fair auf alle Staaten auch aufteilen. Das muss man ganz klar sagen. Und dafür muss man jetzt auch eintreten. Und ich bin entsetzt, wie sehr Europa bis jetzt versagt hat. Wir werden aber weiter daran arbeiten, dass Europa beginnt, hier in die Gänge zu kommen. Es ist ja nicht einzusehen, bei der Finanzkrise hat es jeden Tag eine Sitzung gegeben und jetzt bei einer humanitären Katastrophe verschiebt man die Sitzung in Europa. Das wollen wir als Österreich nicht. Im Moment tut Europa genau das Gegenteil. Es werden überall so nach und nach Grenzkontrollen eingeführt, Frau Glawischnik. Das heißt vorübergehend. Aber vorübergehend, was glauben Sie, bis wann? Bis zur, weiß nicht, Wiener Landtagswahl in Österreich oder bis in Syrien wieder Friede ist oder bis Deutschland die Grenzkontrollen wieder aufhebt? Oder wie soll das sein? Ich glaube, man kann es nicht voneinander trennen. Also, dass auf europäischer Ebene eine Lösung her muss, eine politische Lösung passieren muss, das ist ja keine Frage. Und dass es auch eine legale Einreisemöglichkeit in die Europäische Union geben muss, ist, glaube ich, auch keine Frage. Um das Schlepperunwesen zu beenden, um diese unerträglichen Vorfälle, wo Menschen zu Tode kommen, um diese riskanten Strecken, die hier teilweise Kinder mit 4, 5 Jahren zurücklegen, da sind wir uns ja alle einig. Und ich habe überhaupt kein Verständnis für Länder wie Tschechien oder Polen. Tschechien hat 140 sozusagen Asylanerkannte, Polen, glaube ich, 1200. Sind alles Länder, die von der Erweiterung der Europäischen Union massiv profitiert haben. Und ich stehe voll dahinter, dass man diesen Ländern auch in aller Ernsthaftigkeit signalisiert. Also netto kassieren geht nicht, wenn man diesen Grundwert der europäischen Solidarität einfach nicht lebt. Ich meine, wir wissen alle, was Krieg und Frieden in Europa bedeutet. Gerade bei Ungarn. Ich meine, Österreich hat in den 56, 57, da war Österreich wirklich immer nach dem Krieg mit dem heutigen Reichtum nicht vergleichbar. Also Hunderttausende Ungarn aufgenommen. Ja, und deswegen, und die errichten jetzt einen Zaun gegenüber Menschen, die in Not sind. Also das kann es ja alles nicht geben. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Das stimmt ja nicht. Schauen Sie sich einmal diese Lager an. Ja nicht, Sie haben recht mit dem, dass die Food-Programme gekürzt worden sind. Ja, auch Österreich im Übrigen. Auch unser Außenminister hat über die UNHCR-Programme Mittel hinuntergeschraubt. Die letzten Jahre vollkommen unverständlich. Ja. Überhaupt keine Frage. Aber das ist trotzdem, wie soll man hier über Jahre hinweg überleben? Und dass diese Menschen sich jetzt auf die Reise machen, war vorhersehbar. Aus den Flüchtlingslagern. Ja, das ist der Punkt. Und das ist genau der Punkt. Wir reden trotzdem nicht über irgendwelche Reisebackeln und irgendwelche Koffer, die man durch die Welt schickt oder durch Europa schickt, sondern wir reden über Menschen. Schauen Sie, glaube ich nicht. Sie können nicht das Leid von 60 Millionen Menschen in Europa lösen. Das geht nicht. So viele Flüchtlinge gibt es weltweit. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, Europa. Doch,
Wenn die Frau Merkel die Einladung lange genug aufrecht hält, werden alle kommen. Und das geht sich nicht aus. Das heißt, schauen Sie, die meisten, die kommen, und das sagt mir auch der jordanische Botschafter, kommen aus den Flüchtlingslagern, weil es dort unerträglich wird. Das heißt, die sind an und für sich schon in sicheren Gebieten und brechen von dort auf, um sich ihr Leben zu verbessern, was auch nachvollziehbar ist. Das heißt, ihr Leben die zu Frage, verbessern? Natürlich. Wenn ein Kind keine Schule besuchen kann, keine medizinische Versorgung hat, nichts mehr zu essen hat. Hören Sie mir zu? Nichts mehr zu essen hat. In den meisten Flüchtlingslagern wurde das Essen rationiert. Das heißt, das Essen wurde halbiert, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da wurde von $31 pro Monat auf $9 reduziert, muss man sich einmal vorstellen. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir hungern sie dort aus, zwingen die Leute aufzubrechen und die kommen aus Flüchtlingslagern zu uns. Und das ist ja das Problem. Und hier müssen wir einschreiten und das tun wir aber nicht. Was wir tun, wir werfen alle in einen Topf und sagen, das sind alles Kriegsflüchtlinge, kommen aus dem Kriegsgebiet, das stimmt aber nicht. Das heißt, wir müssen vor Ort helfen. Wir brauchen Schutzzonen, wir brauchen Geld vor Ort und diese Diskussion müssen wir führen. Wir haben die Botschaft verstanden. Angela Merkel hat irgendwann dieser Tage gesagt, es gibt keine Obergrenze beim Grundrecht auf Asyl. Also ich sag, hat sie recht? Sie kann nicht recht haben, weil natürlich das nicht möglich sein kann, die 1,5 Milliarden Menschen und mehr, die es gibt, die heute in Armut leben, in Europa aufzunehmen. Und wenn man die Standards heute hernimmt, die teilweise international im Bereich der Armutsdiskussion diskutiert werden, na bitte, also bei aller Wertschätzung, dann bricht ja das gesamte System zusammen. Das heißt, wir müssen unterschiedlich endlich akzeptieren, dass es unterschiedliche Facetten gibt. Die Wurzel des Problems, das entscheidend ist, da hat auch die Europäische Union, aber die NATO am obersten versagt, die das hinterlassen hat, wo man nämlich, wenn man wollte, innerhalb kürzester Zeit diese, ich sage ganz bewusst, paar zigtausend Radikal-Islamisten überwinden könnte und in dieser Region wieder Sicherheit schaffen könnte. Das ist nicht der Fall. Seit ganz Jahren so einfach ist es sieht nicht. Man weg. Und jetzt ist genau das eingetreten, dass auch bei den Aufnahmezentren, und das hat ja die Frau Merkel gesagt, es eine größere Krise als die Griechenland-Krise. Aber wenn wir nur einen Bruchteil des Geldes, das wir Griechenland zur Verfügung gestellt haben, nämlich 200 Milliarden, nur einen Bruchteil verwenden würden, dann würde es diese heutige Entwicklung nicht geben. Und das zeigt das Versagen der Europäischen Union auf. Das zeigt auf, wie unverantwortlich man umgeht, weil man ist ja nicht ehrlich. Es kann ja nicht grenzenlos möglich sein. Ja, es muss ja Obergrenzen geben. Wir haben heute 500.000 Arbeitslose in Österreich. Seien wir schon präzise. Wo werden wir im Winter die Versorgung sicherstellen? Wie werden wir die Kosten sicherstellen? Welche Sondersteuern werden Sie noch der Wiener Wolle einführen? Das sollten Sie ehrlicherweise einmal den Menschen sagen. Dies ist keine Wiener Wahlkampfdiskussion. Nein, aber Sie sollten ehrlich damit umgehen. Wir müssen die Probleme vor Ort lösen und nicht. Dann sagen Sie eine Zahl. Gehen und sagen, wir machen grenzenlos die Grenzen auf. Das ist ja das Versagen. Das ist ja das Missmanagement dieser Regierung. So einfach geht es in dieser Region nicht. Und wir haben es gesehen in Afghanistan, wo sowohl Russland als auch die USA Milliarden an Militärausgaben gehabt haben. Was haben wir in Afghanistan jetzt? 3 Millionen Flüchtlinge in Pakistan, 2 Millionen im Iran. Diese gesamte Region ist zutiefst zerstritten. Ja. Es wird noch lange dauern, bis man zu einer Lösung kommt. Wenn die Europäische Union, die Regierungschefs sagen, wir stellen 5 Milliarden bereit zur Schaffung von Flugverbotszonen und Schutzzonen für Flüchtlinge. Und dann haben wir auch das moralische Recht zu hebeln, eine Sonderkonferenz der Vereinigten Nationen, dass wir die in die Pflicht holen und sagen, wir brauchen hier natürlich den Iran genauso am Tisch wie Russland. Wir brauchen natürlich die Nachbarn. Das können wir, wenn wir in Vorleistung gehen. Nur hier müssen Sie handeln. Sie sagen immer Mann, Mann, Mann. Nur wer regiert denn Europa? Die Sozialdemokratie, die und die Konservativen. Und von Ihren Schwesterparteien und von Ihren Regierungschefs, da kommt zu wenig in den letzten Jahren. Wir müssen an die Wurzeln des Übels. Lassen Sie mich beim Herrn Strache, aber ich habe andere Antworten. Der jordanische Botschafter würde sofort eine Milliarde Flüchtlinge nehmen. Eine Milliarde würde er sofort nehmen, um den gleichen Preis, den wir in Österreich zahlen. Bei einem kann man und darf man nicht doch beim Herrn Klubobmann Strache sein. Wenn
bei meiner Tier, jemand steht mit einem Kind am Arm in Not. Und ja, da machen bitte. Uns, nein, hören Sie, jetzt, hören Sie mir jetzt Frau kurz Klavischen. Zu, bitte hören Sie mir mal ganz kurz zu. Sie versuchen, Sie wissen, 80% die Welle jungen Männern der Hilfsbereitschaft Kinder zu machen. Darf ich Leugnen einmal, Sie doch nicht die Realität. Können Sie mich kurz ausreden lassen? Geht das, dass eine Frau ausreden darf? Einfach, die Welle der Hilfsbereitschaft, die jetzt nach Österreich gegangen ist, nehmen Sie sich daran ein Beispiel, wie viele Menschen am Zentralbahnhof, am Westbahnhof, ja, nach Neuskirchen, durch eine Parteivereinnahme, das mag ich eben nicht. Wir laufen nicht im pinken Shirt am Westbahnhof herum. Nein, das mag ich nicht, diese Art von Vereinnahme. Seien Sie nicht so emotional. Nein, das mag ich nicht. Sagen wir, nehmen wir uns politisch. Das mag ich nicht. Was regt Sie sich jetzt so auf? Ja, aber ich mag das nicht, wenn man dieses menschliche Leid verwurstet in einen Wahlkampf hinein. Das mag ich nicht. Ich habe nur gesagt, nehmen wir uns daran politisch ein Beispiel. Ja, aber die Botschaft haben wir von Ihnen jetzt fünfmal gehört. Ich glaube, die ist angekommen. Sie haben mir nicht einmal ausreden. Sie sind vielleicht grantig. Ja, da werde ich schon grantig, weil das ist nicht okay. Machen wir einen Punkt. Ich habe nur eines gesagt und ich möchte es trotzdem noch einmal sagen. Nehmen wir uns ein Beispiel, wie die Zivilgesellschaft in Österreich mit dem Problem umgeht. Sie geht sehr gelassen damit um. Sogar das Rote Kreuz, also alle Hilfsorganisationen gehen sehr gelassen damit um. Die sagen, wir schaffen das und nehmen wir uns daran politisch. Beispiel. Mehr wollte ich nicht sagen. Letzte Frage, Herr Schieder, an Sie. Der Bundeskanzler betont immer, wie großartig die Zusammenarbeit mit Deutschland funktioniert und die Vorausinformation und in wie guten Gesprächen er mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist. Gibt es denn irgendeine Absprache schon darüber oder eine Idee, ein Konzept, wie lange denn diese Grenzkontrollen aufrechterhalten bleiben sollen von Deutschland aus? Der Bundeskanzler, der Vizekanzler, werden morgen in Deutschland sein, bei der deutschen Bundeskanzlerin, beim deutschen Vizekanzler. Das heißt, man wird genau diese Lage morgen gemeinsam besprechen. Das halte ich auch für das Gegenstück in Europa, wo man sagt, diese Achse funktioniert und spricht miteinander. Und jetzt ist es auch die Aufgabe von Deutschland, von Österreich, auch zu schauen mit anderen Staaten in Europa, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Das ist eben das, was jetzt auch versucht wird, sowohl für die Situation in Österreich und in Deutschland, als auch für die gesamteuropäische Situation. Was morgen genau geklärt werden wird und rauskommen wird, dem kann ich nicht vorgreifen, naturgemäß, weil also, die deutsche Bundeskanzlerin und Österreich pflegen es, miteinander zu reden und nicht vorher schon auszumachen. Also haben Sie noch keine Vorausinformation bekommen? Nein, aber ich halte es für den richtigen Weg, dass man kurzfristig sich auch zusammensetzt in Europa und versucht, diese Probleme zu lösen. Das hätte ich mir auch gewünscht von den anderen 26 Regierungschefs in Europa. Wie weit voraus informiert waren Sie denn tatsächlich, Herr Lopatka, oder der Außenminister tatsächlich über das, was Deutschland gestern Abend gemacht hat, nämlich die Grenzkontrollen einzuführen? Na, schauen Sie, dass das kommen muss, das haben wir gewusst. Ich habe erst letzte Woche hier auch mit den Kollegen in Deutschland gesprochen. Und wir werden, solange die Europäische Union nicht imstande ist, eine europaweite Lösung zu schaffen, leider diesen Schritt zurückhaben, dass wir diese Grenzkontrollen brauchen. Mhm. Es kann nicht sein, dass Österreich und Deutschland die gesamte Last für Europa tragen. Der bayerische Innenminister, Herrmann hat heute schon gesagt, das könnte Monate dauern. Ja. Stimmt das? Sehen Sie das auch so? Wenn die Europäische Union nicht imstande ist, hier eine Lastentragung, mehr Solidarität zu erreichen, dann sehe ich, dass es die einzige Möglichkeit ist. Der bayerische Innenminister, ich halte mich da lieber an die Regierungschefs als an den Landespolitiker. Wie sollen Quoten funktionieren, wenn die Menschen kommen und sich ihre Wunschdestinationen aussuchen? Das, und das erleben nicht. Wir seit Wochen und Monaten. Wir gibt eine ganz einfache Lösung. Wir können diese Milliarde, die wir hier zahlen, nach Jordanien und die nehmen Sie haben uns das eine jetzt Million schon, Flüchtlinge. Dreimal gesagt. Die wir haben es verstanden. Ja, die nehmen uns nochmal extra eine. Ich habe mit dem jordanischen Botschafter gesprochen. Ja, die hat sich so groß wie Opel. Sie haben es uns gesagt. Meine Damen und Herren, falls Sie also möglicherweise vorhaben, zum Oktoberfest nach München zu fahren, dass ihr jetzt dank der Grenzkontrollen ganz nach Wunsch der Bayern völlig ungestört ablaufen sollte, sage ich Ihnen nur den Reisepass nicht vergessen oder Personalausweis, sich auf lange Wartezeiten an der Grenze sicherheitshalber einstellen, weil möglicherweise gelten dann auch noch die Grenzkontrollen auszuschließen, ist das nicht. Wollte das jedenfalls niemand heute hier am Tisch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen. Danke für die Diskussion heute Abend. Danke Ihnen auch, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Jetzt beginnt gleich verspätet, aber doch sehenswert der Kulturmontag. Ihnen noch einen guten Abend.